Ich bin gerade dabei, mir Seven vs. Wild Staffel 4 anzuschauen und ich beziehe mich auf die Folgen 1 bis 6, weil mir die Gruppendynamik, der Konflikt zwischen Joe Vogel und Stefan und dass Stefan Cotiello drücken musste, sehr an der Seele brennt und weil ich mich in dieser Situation selbst wiedererkenne. Wenn ich als Teilnehmer dabei wäre, worauf ich so richtig Bock hätte und für Unterhaltung sorgen kann, ich hatte mich nämlich zweimal versucht, für eine Wildcard zu bewerben, dann hätte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür gesorgt, dass Stefan Cotiello nicht gedrückt hätte. Aber dazu gleich mehr. Zwar kenne ich keinen Teilnehmer persönlich und ich kann auch nicht zu 100% sagen, wie gut ich mich mit den ganzen Teilnehmern verstehen würde, wenn ich selbst vor Ort wäre. Und als Zuschauer weiß man auch nicht, was hinter der Kamera alles passiert. Aber es war deutlich zu erkennen, dass Joe Vogel die Führung in der Gruppe übernommen hat, dauerhaft dicke Luft zwischen Joe und Stefan bestand und die Gruppe quasi nur auf Joe hörten, müsste sich Stefan sehr ausgegrenzt gefühlt haben, was schon in Richtung Mobbing geht. Ich möchte keinen Hate und keinen Beef gegenüber Joe auslösen und es könnte auch gut sein, dass er der sympathischste Mensch der Welt ist und mit dem ich mich sehr gut verstehen könnte. Aber das, was man aus Zuschauersicht gesehen hat, empfinde ich ihn als sehr, sehr schwierig und ich glaube, dass ich mich unter seiner einnehmenden Art und Weise ebenfalls überhaupt nicht wohlfühlen könnte und eventuell ebenfalls meinen eigenen Weg gegangen wäre. Weil ich persönlich habe grundsätzlich eine große Abneigung zu denen, die offensichtlich zu doll eine Führungsrolle übernehmen, Aufgaben verteilen und herumbestimmen, was in einer Gruppe passiert. Obwohl jeder seinen eigenen Kopf hier haben sollte. Also da, wo das Gehirn drin ist, genau. Also, versteht mich nicht falsch. Es ist toll, dass er Experte in Sachen Survival ist und fundiertes Wissen vermittelt und für Teilnehmer mit wenig Erfahrung durchaus eine große Hilfe ist, um die 14 Tage besser zu überstehen. Trotzdem kommt er mir aus Zuschauersicht sehr manipulativ und herumbestimmt rüber, wovon ich persönlich ein Problem hätte, wenn ich Teilnehmer wäre. Ich denke, meine verstärkte Abneigung, das zu tun, was andere einem befehlen, hat sich durch meine Schulzeit so eingeprägt. Ich hatte insgesamt 15 Umzüge hinter mir, die meisten in der Kindheit, und ich musste ständig die Schulen wechseln. Sprich, gerade erst neue Freunde kennengelernt, wurde ich direkt herausgerissen, musste alle Kontakte abbrechen und wurde in fast jeder neuen Schule als Neuling, der sich allein durchschlagen musste, völlig ausgegrenzt und jeden Tag aufs Übelste gemobbt. Meist von den Schulkameraden, die die Führungsrolle in deren Klicken übernahmen und mir körperlich überlegen waren. Und das Mobbing war damals bei mir so schlimm gewesen, dass ich mein Leben lang einen ordentlichen Dachschaden davon trage. Also gut, es gibt noch mehr Faktoren, die meinen Dachschaden vergrößert haben, aber Mobbing in der fast gesamten Schulzeit ist definitiv ein Faktor. Und nein, ich möchte jetzt bitte keinen Funken Mitleid von irgendjemandem haben. Ich möchte mich in keine Opferrolle versetzen, ich wollte nur einen Schlag aus meiner Vergangenheit erzählen. Und ich bin viel zu Testosteron gesteuert, ich kann 24/7 an nichts anderes denken. Und deswegen habe ich überhaupt gar keinen Platz im Kopf, um irgendwie an vergängliche Belastung nachzudenken. Ich habe mir ein dickes Fell antrainiert, das juckt mich gar nicht mehr und das Leben geht weiter, also kein Mitleid bitte. Aber wenn ich nicht so einen großen Dachschaden hätte, dann wäre ich heute sehr wahrscheinlich im Brava Büro hängst, statt ein verwirrter Outdoor-YouTuber mit Dachschaden. Guten Morgen, ich bin wach. Ich habe in diesem Müllsack geschlafen. Es ist wieder ein Zug rübergefahren. Guten Morgen. Ich wurde heute die ganze Nacht lang von Zügen belästigt. Guten Morgen, geliebter Naturin. Horrornacht des Todes, Junge. Wir haben jetzt die ganzen 36 Stunden geschafft. Wegen meiner Dachschaden verursachten Vorerfahrung in meiner Schulzeit kann ich mich hervorragend in die Gefühlslage von Stefan hineinversetzen, sodass er mir automatisch sehr sympathisch rüberkommt. Ich denke, ich hätte mich mit ihm zusammengetan und das Ding als kleinere Gruppe gerockt, sodass er keinen einzigen Gedanken verschwenden musste, wegen Ausgrenzung und Unwohlsein Cotiello zu drücken. Ich hätte ihm mit meiner Anwesenheit viel Kraft gegeben, um bis zum bitteren Ende durchzubeißen und eine gute Show ohne irgendwelche Ausgrenzung abzuliefern. Auch sein Vorschlag, das Lager von Anfang an oben in den Wald zu verlegen, befürworte ich voll und ganz. Genau das hätte ich auf jeden Fall auch vorgeschlagen. Weil ich hatte selbst mal einen Seven vs. Wild 7 Tage Selbstversuch durchgeführt. Okay, 14 Tage ist eine andere Hausnummer, aber dafür habe ich das allein vollkommen isoliert und ohne jegliche Ausrüstungsgegenstände durchgeführt. Also kein Schlafsack, kein Messer, kein Feuer, kein gar nichts, sondern nur ich, meine Klamotten und mein Kamera-Equipment. Nur um die Schwierigkeit meiner eigenen Herausforderungen zu maximieren. Und ich weiß genau, was das für einen Unterschied ausmacht, ob man oben in einem gemütlichen Waldstück, der zusätzlich Wärme speichert, man immer Feuerholz dabei hat und man Schutz unter den Bäumen findet, oder ob man die ganze Zeit in einer eiskalten Senke herumfrieren muss, wodurch die Berge auch noch viel weniger Sonne durchkommt. Die Sonne geht früher unter und später wieder auf, wenn man in der Senke bleibt. Das Lager oben in den Wald zu verlegen wäre die bessere Lösung, da gäbe es mehr Sonne. Da würde das nicht so früh verschwinden und so spät hochkommen. Genau. Weil das D3 muss vernünftig scheppern. Kauft mehr D3-Verschepperungsmerch. Weil das D3 muss vernünftig scheppern. Link in der Bio. Und meinen Selbstversuch habe ich hier für meinen Kanal festgehalten. Ich habe euch im Abspann und in der Beschreibung verlinkt. Also unbedingt anschauen. Und ich finde, mein Selbstversuch hat viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und es wird Zeit, dass jemand Größeres mal darauf reagiert oder es irgendwie nach vorne pusht.
irgendein größerer YouTuber oder Streamer. Ich denke, das hat's einfach verdient, weil ich habe über 6 Kilo verloren. Meine Hauptnahrungsquelle war Baumrinde gewesen, hatte unzählige Zecken gehabt und hatte aufgrund der Senke jede Nacht so heftig gefroren, so dass ich immer tagsüber den nötigen Schlaf nachholen musste. Ich bin unten in der kalten Senke geblieben, da ich keinen Behälter für Wasser parat hatte, so dass ich immer mit der Hand aus dem Fluss trinken musste und null Energie dazu hätte, den steilen Hügel ständig hoch und runter zu kraxeln. Nur um unter ständiger Dehydrierung ein paar Schlücke Wasser zu trinken. Genau das war mein Grund, warum ich bei meinem Selbstversuch unten geblieben bin. Anders ist es aber bei dieser Staffel. Anscheinend gab es genug Behälter, um Wasser mit in den Waldstück hochzunehmen, so dass man vielleicht nur einmal am Tag zum Auffüllen runter zum Fluss müsste. Bei dem Thema, als der Flügel vom Flugzeug plötzlich Feuer fing, es war definitiv nicht ungefährlich gewesen und man kann froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Aber so etwas kann auch den Erfahrensten passieren. Ich finde es nur fragwürdig, warum Stefan die Schuld tragen sollte, wenn eigentlich niemand, der am Feuer lag, zu 100% unschuldig ist, wenn man das so sieht. Bei den anderen Teilnehmern möchte ich jetzt gerade in diesem Video nicht so viel sagen, außer dass ich schade finde, dass alle von Anfang an Joe Vogel gefolgt sind, anstatt sich zu hinterfragen, ob Stefans Vorschläge nicht die bessere Wahl gewesen wäre. Beziehungsweise sich zu Beginn die Umgebung stärker anzuschauen und mit dem eigenen Kopf zu denken. Es ist nämlich oft so, dass der Weg, wo die Masse hingeht, nicht immer der richtige sein muss, der zum besseren Durchhalten führt. Und bei dem Thema Feuer am ersten Tag, also ich hätte auf jeden Fall Feuer am ersten Tag gemacht, definitiv. Feuer ist wichtig. Da würde, wie heißt denn das Ding? Da würde man in der ersten Nacht nicht so frieren, nicht so frostig kalt sein. Das habe ich auch nicht verstanden, warum man Feuer nicht am ersten Tag angemacht hat. Erst recht nicht, wenn man einen Feuerbohrexperten vor Ort hat. Da hätte man ruhig die eine Fackel anzünden und wach halten können. Ich weiß noch nicht, ob ich weitere Videos wie solches machen werde. Es kommt absolut darauf an, wie es bei euch ankommen wird. Ich hatte einfach mal Bock darauf, meine Meinung abzugeben und euch mitzuteilen, was ich sehr wahrscheinlich gemacht hätte, wenn ich selbst Teilnehmer wäre. Ich wäre in kurzen Hosen angetreten und weil meine Videos grundsätzlich viel zu wenig Nutzern ohne Abo vorgeschlagen werden, was mich davon abhält, vernünftig zu wachsen, wollte ich mal ausprobieren, ob dieses Video hier mehr neue Zuschauer anziehen wird als meine gewöhnlichen Videos. So, ich habe noch eine einzige Frage an euch. Wie findet ihr meinen Dachschaden? Aber bevor ihr es schreibt, möchte ich, dass ihr mindestens 3 Videos von mir von Anfang bis zum bitteren Ende anschaut. Und sobald ihr es getan habt, kommentiert ihr unter irgendeinem Video von mir, wie ihr meinen Dachschaden findet. Das würde mich sehr interessieren. Ich grüße Lachsmeister. Ich grüße www.tippmann.de. Mittlerweile sind wir in der alpinen Survival-Situation, weil oben besteht erhöhte Lawinengefahr. Oh, da ist schon... Guck mal da, da fliegt schon alles runter, du. Geil, wir werden einfach am Berg verenden. Hier geht es um meinen Seven vs. Wild 7 Tage Selbstversuch, den ich ohne Gegenstände gemacht habe. Schaut euch das unbedingt von Anfang bis zum bitteren Ende an und teilt dieses Video unbedingt weiter. Es muss gepusht werden.